Backstage bei der Show von Guido Maria Kretschmer auf der Mercedes-Benz Fashion Week Herbst-Winter 2011-2012 in Berlin. Der Designer hatte dem Team von Shan Reinkan keine leichte Aufgabe gestellt, denn es war echtes Friseurhandwerk gefragt. Ja, das ist handwerklich sehr anspruchsvoll, weil es sind mehrere Techniken, die angewendet werden. Also es wird gekreppt, es wird mit Gondoliereisen gearbeitet, es wird gesteckt, es wird geföhnt. Also es ist eigentlich alles, was ein Handwerk hier gibt, muss da angewendet werden. Und wir haben sehr, sehr lange trainiert und geübt, dass jetzt jeder Handgriff sitzt, weil wir haben ja ein knappes Zeitfenster. Das muss ja innerhalb von 2,5 Stunden komplett alle Mädels gemacht werden. Und das ist ja nicht so, dass man einfach eine Perücke aufsetzt, sondern es ist wirklich handwerklich sehr anspruchsvoll. Und das ist genau das, was uns Spaß macht. Natürlich Bella-Produkte, was denn sonst? Nein, wir benutzen natürlich ganz unterschiedliche Produkte. Wir benutzen natürlich ganz unterschiedliche Haarspray-Typen, aber haben natürlich auch, wir arbeiten auch natürlich mit Trockenhaarspray, Trocken-Shampoo, weil es soll sehr matt wirken, es soll nicht glänzen, die Frisur, es soll ein bisschen diese Verruchte sein. Am Ende hat sich die Mühe gelohnt. Die aufwendigen Frisuren sind das i-Tüpfelchen einer glamourösen Mode, die geradezu nach einem großen Auftritt verlangt.